Am Ende ist es, wie so oft in dieser VfL-Saison, eine starke kämpferische Leistung, Fehlwürfe in den entscheidenden Momenten und keine Punkte auf der Habenseite. Wir haben super angefangen mit viel Leidenschaft und Aggressivität in Abwehr. Und die Fans haben uns mal wieder super unterstützt. Und wir wollen natürlich diese Fehler zu Hause gegen Berlin gut machen, auch für die Fans, weil die haben wir quasi in den Stich, also alleine gelassen da. Und heute ist das sehr gut gelungen, aber leider ohne Punkte. Man muss an dieser Stelle auch den Fans ein großes Dankeschön sagen. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich nach den schlechten Leistungen, vor allen Dingen hier zu Hause gegen Berlin, dass die Halle heute so voll wird. Das zeigt uns, dass die Fans hinter uns stehen. Das ist für uns als Mannschaft, gerade für den Kopf, ganz, ganz wichtig. Ja, umso mehr tut es uns natürlich leid, dass wir heute keine Punkte zurückgeben konnten. Aber ich glaube, die Mannschaft hat gekämpft und alles gegeben und das haben die Fans auch gesehen. Dabei hat die Partie gut für die Gummersbacher begonnen. Keine Spur von Verunsicherung nach 4 sieglosen Spielen in Folge. Ganz im Gegenteil, der VfL präsentiert sich von Anfang an konsequent im Abschluss und kann schnell 4:1 in Führung gehen. Man würde sich für den VfL zerreißen, so Kapitän Schindler vor der Partie. Und es sollten keine leeren Versprechen bleiben. Zwar nicht immer glücklich, aber voll engagiert versuchen die Gummersbacher, das Spiel an sich zu reißen. Aber auch die Magdeburger haben nach 3 Heimniederlagen etwas gut zu machen. Nach dem zwischenzeitlichen 3-Tore-Rückstand kämpfen sie sich kontinuierlich zurück. So, dass sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt. Für beide Teams hängt vom Ausgang des Spiels viel ab und so kämpfen beide um jeden Ball. Absetzen kann sich dabei keine Mannschaft. Auch weil sich beide Teams im ersten Durchgang zwischendurch ein Fehlwurf-Festival liefern. Zwar schaffen es die Gummersbacher auch in dieser Phase auf 3 wegzuziehen, aber nur um wenige Minuten später wieder den Ausgleich hinzunehmen. Ausgeglichen wie die erste Halbzeit ist dann auch der Halbzeitstand. Mit 11:11 geht es in die Pause. Also ich glaube, die Abwehr, die wir gespielt haben, gerade in der ersten Halbzeit, war schon sehr kräfteaufreibend. Die Fans in der Schwalbe Arena erwarteten nach den zuletzt herben Niederlagen gegen Flensburg, Berlin und Minden ein deutliches Zeichen der Mannschaft. Und auch in Durchgang 2 hält die, was sie vor dem Spiel versprochen hatte. Sie kämpften gemeinsam für den Erfolg. Einziges Manko, die Chancenverwertung. Das nutzt der SC Magdeburg. In der 38. Spielminute gelingt den Gästen das 17:14 und damit die erste deutliche Führung. Doch der VfL kommt eindrucksvoll zurück. Erst verkürzt Raul Santos per Gegenstoß, dann trifft Mladenovic zum 17:17 Ausgleich. Magdeburg kann in dieser Phase fast 10 Minuten kein Tor erzielen. Doch ähnlich wie in der ersten Halbzeit gelingt es dem VfL nicht, eine klare Führung trotz Überzahl und guter Chancen auszubauen und schafft es nur, auf 2 Tore wegzuziehen. Denn auch die Magdeburger zeigen an diesem Nachmittag ihren Kampfeswillen und kommen in einer immer spannender werdenden Partie zum erneuten Ausgleich. Dann kommt es so, wie es in den letzten Spielen auf VfL-Seite so oft gekommen ist. Den Gummersbachern geht am Ende die Luft aus. Im Aufbauspiel schleichen sich immer mehr Fehler ein. Im Abschluss sind sie nicht mehr konsequent genug und belohnen sich wieder nicht für eine insgesamt gute Leistung. Verliert das wichtige Spiel mit 22:23. Die Mannschaft hat alles gegeben, war auch ein bisschen Pech dabei. Leider ist das Leben so, aber ich glaube, jeder einzige Fan hat gesehen, wir haben uns heute wirklich den aufgerissen und alles gegeben. Leider hat das mit einem Tor nicht gereicht. Wir haben jedes Mal super gekämpft in Abwehr und auch in Angriff mussten wir teilweise kämpfen für unsere Tore. Und das, dafür braucht man viel Kraft und Energie und am Ende waren wir ein bisschen leer, aber trotzdem waren wir immer noch dran und das zeichnet uns jetzt aus, dass wir bis zum Ende gekämpft haben und uns selber geglaubt haben und so muss es halt weitergehen. Ja, es ist im Moment, sind wir da so ein bisschen im Niemandsland. Also wir stehen nicht ganz unten, aber der Weg dahin ist nicht so weit, das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass wir wieder im Abstiegskampf stehen. Da muss man auch den Tatsachen ganz klar ins Auge schauen. Wir müssen das sehen, dass wir halt die 2 Spiele uns jetzt gesteigert haben, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können. Aber ich glaube, mannschaftsintern ist es schon wichtig, dass wir sehen können, dass wir halt gegen jede Mannschaft mithalten können.
Aber natürlich müssen am Ende die Punkte bei rausspringen. Und wie gesagt, da kann man nur munter putzen und weitermachen, hart dran arbeiten. Und irgendwann wird das Erfolgserlebnis kommen, was uns fehlt. Und dann hoffe ich, dass wir so eine kleine Serie starten können, um da schnell wieder unten rauszukommen. Nun heißt es, Kräfte bündeln, nächsten Samstag Göppingen schlagen und sich endlich mal mit Punkten belohnen.